Am letzten Juliwochenende feierte die Dachorganisation der ungarndeutschen Kulturgruppen, der Landesrat ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen sein 20. Jubiläum, und zwar mit einer nicht ganz gewöhnlichen Feierstunde. Hier nun ein kurzer Bericht über die Veranstaltung. Unser Bildschirm plant zum Thema eine längere Zusammenstellung zu einem späteren Zeitpunkt. In der Stadt Westbrim in der Arena feierte am letzten Juliwochenende 2016 der Landesrat ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen sein 20. Jubiläum. Der Jóska bácsi hat einen großen Heft vorgenommen und fragt, was ich vorhab, was will ich eigentlich da machen und wie soll das weitergehen mit der Musik. Dann habe ich ihm alles aufgeschrieben und da, wenn die Sitzung ist gewesen, da hat er immer das vorgenommen. Und also endlich sind wir so weit gekommen, dass wir Landesrat auf die Beine stellen haben können. Wir haben insgesamt 240 Gruppen. Das bedeutet, fast 7000 Personen gehören zu dem Landesrat. Fast 80 Tanzgruppen, mehr wie 100 Singgruppen. Und dann auch die Hälfte von der Blasmusik, Groß- und Kleinkapellen auch dazu gehören. Wir möchten unsere Bildung weiterentwickeln. Ich sehe, das ist die Schlüsselwort zu der Zukunft. Wie können wir unsere Amateuren ausbilden, dass die eine Amateur, aber trotzdem ein Facharbeiter sind. Im Gegensatz zum traditionellen Drehbuch der üblichen Kulturprogramme trugen die mehreren hundert Mitglieder der anwesenden beinahe 100 ungarndeutschen Chöre, Musik- und Tanzformationen ein großes gemeinsames Galaprogramm vor. Sie bereiteten sich aufgrund der im Voraus getroffenen Vereinbarungen in ihrem Zuhause in den verschiedensten Teilen des Landes vor. Mutti, stell dir vor, wir hätten heute eine fantastische Chorprobe. Unsere Chorleiterin hat uns gesagt, ihr habt heute echt schön emotionsvoll und authentisch gesungen. Von nun an könnt ihr auch Mitglied des Landesrates werden. Aber Mutti, ich weiß es gar nicht, was Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen bedeutet. Oh mein Schätzchen, es ist eine lange, alte, 20-jährige Geschichte. Ich versuche sie dir jetzt zu erklären. Eingebettet in ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter zeigte man die Geschichte der Organisation und Perlen des ungarndeutschen Musik-, Lied- und Tanzerbes. Der Landesrat wollte mit dieser außerordentlichen, nur ein einziges Mal aufgeführten interaktiven Megadarstellung die Kraft der Gemeinschaft, das Gefühl der Zusammengehörigkeit und aber auch die Ergebnisse der 20-jährigen Arbeit auf dem Gebiet der Traditionspflege präsentieren. Sprache, R wie Ruhm, A wie Arbeit,
dir, wie tanzen. Langes Rad!